Freunde, zuerst großen Dank und Gratulation, dass ihr so zahlreich da seid, trotz Sommerhitze und Ferien. Und noch einmal, besten Dank. Ich hoffe, es geht weiter. Mein Thema ist die Ostukraine. Das ist ein anderes Land, wo man heute Abend nicht im Freien sitzen soll. Es ist nicht empfehlenswert. Es kommen Raketen, es kommen Artilleriegeschosse. Das ist die Ostukraine. Es gibt in Europa einen Krieg, der von allen Zeitungen und TV-Stationen verschwiegen wird. Man berichtet lediglich über eine Antiterroraktion gegen die Separatisten. In der Ostukraine leben 2 Millionen Menschen in ständiger Angst, von irgendeiner ukrainischen Rakete oder Artilleriegeschoss getroffen zu werden. Warum? Im März haben sich 2 ukrainische Provinzen für unabhängig erklärt. Genau wie Slowenien, Kroatien, Litauen und weitere 15 Länder in den 1990er Jahren. Nach dem Prinzip der Selbstbestimmung der Völker. Wenn das aber 10 Millionen Russen in die Ostukraine wollen, dann ist das völkerrechtswidrig. Mindestens so plappert unser Bubi Außenminister den Großen wie Obama oder Merkel nach. Völkerrechtswidrig ist es, wenn sich 10 Millionen Russen von Ukraine trennen wollen. Ja. Und seit März macht Europa die Augen zu, als ukrainische Armee im Spiele der beiden ersten Weltkriege die russische Ostukraine erobert, nach und nach. In diesen Tagen eskalieren die Kämpfe. 100.000 Mann belagern die Millionenstadt Donetsk und die etwas kleinere Stadt Lugansk, wie im Mittelalter. Die Einwohner leben großteils in Kellern, ohne Strom. Und seit heute Montag in Donetsk auch ohne Leitungswasser. Das ist ehemalige Millionenstadt. Circa 2 Drittel sind geflüchtet, aber ein Drittel ist geflüchtet, zwei Drittel, das heißt 600.000 leben dort, ohne Strom und ohne Wasser. Doch die mächtigste Politikerin der Welt hat kein Herz für diese Leute. Sie hat bis jetzt mit keinem Wort die totale ukrainische Offensive kritisiert. Junge Männer aus Westukraine werden zwangsweise an die Front geschickt, Deserteure gerichtlich verfolgt in der Ukraine, protestierende Soldatenmütter in Kiew durch die Polizei verjagt. Von all dem hört man bei uns in Europa natürlich überhaupt nichts. Anders als in Gaza zählt niemand die Toten auf den beiden Seiten. Noch schlimmer als in Gaza, es gibt keine Kampfpausen und es gibt keine UNO-Beobachter. Das heißt, man kann in Ostukraine tun, was man will. Die Regierung, die Milliardäre und Mafianer in Kiew, lehnt seit 4 Monaten jeden vorgeschlagenen Waffenstillstand ab. So auch gestern Abend in Berlin. Macht das gut? Deutscher Außenminister Steinmeier kritisierte diese Haltung Kiews mit keinem Wort. Dabei wäre es für Deutschland sehr leicht, diesen ersten Krieg auf europäischem Boden in diesem Jahrhundert zu stoppen. Und zwar sofort. Europa müsste nur seinem assoziierten Mitglied Ukraine sagen, Schluss mit diesem scheußlichen Krieg. Wenn die ukrainische Regierung nicht aufhört mit der Offensive,
dann bekommen die Mafianer keine Mercedes und kein Bares mehr aus Europa. Das wäre ein Argument. Tom,